Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wienengebirges. Wenn ihr wissen wollt, wie ich Chili Chicken Burger mal anders mache, dann gerne nach dem Intro. Chili Chicken Burger mal anders. Ja. Was brauchen wir für Chicken Burger? Chicken. Dann haben wir hier wunderbare Kikok-Brust. Das sind, glaube ich, gute 800 Gramm. Dann brauchen wir auf jeden Fall für unsere Burger Bacon. Ja, als Soße, und jetzt kommt's, da machen wir eine, ich sag mal so eine Mayo aus Mango, Chili, Zwiebeln und so weiter. Also das Rezept wie gewohnt unter dem Video, aber diese Chili-Paste hier, die habe ich selber gemacht. Das ist wie eine Marmelade. Also das ist Mango, Zwiebeln, Knoblauch, Aprikosenmarmelade, Zucker und ein bisschen Mangosaft. Mangosaft, also Mango ist auch mit drin und Mangosaft. Das Ganze dann eingekocht, dass das so richtig sämig wird und am Ende wird es dann so fest. Ne? Sieht aus wie eine Marmelade, es sind aber auch Chiliflocken mit drin. Ist leicht stückig, das ist so ein bisschen püriert, jetzt nicht durchpüriert, bis es ja Mousse ist, sondern leicht stückig. Und das Ganze packen wir nachher in eine Mayonnaise mit ein bisschen, ja kommt ein Schlag Ketchup mit dran. Salz, Pfeffer, Zucker, das Übliche. Und dann haben wir diese, ich sag mal, Mango-Chili-Mayonnaise. So, und das ist so das Topping unter dem Burger, beziehungsweise unter dem Fleisch. Von dem Geflügel hier, da schneiden wir gleich klein. Da machen wir, ja, da machen wir quasi die Patties, aber die machen wir stückig. Das werden kleine Geflügelstücke, da kommt ein bisschen Mehl mit dran, ein bisschen Ei, da kommt Käse mit rein. Und dann wird das Ganze auf der Plancha gebraten. Obendrauf gibt es nachher, das sind frische Ananas, die haben wir heute ganz frisch im Handel. Quasi, da gibt es solche Automaten, da kannst du frische Ananas ja, schälen und ausfüllen lassen. Sind ein bisschen dick, aber die schneiden wir gleich der Länge nach nochmal durch, kommen damit auf eine Plancha. Ja, Burger Buns haben wir jetzt diesmal die aus dem Handel genommen, das sind diese Brioche, die es überall gibt. Ja, Salat könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Wir haben hier Lollo Rosso, Lollo Bianco, ein bisschen Eichelsalat und hier den, wie heißt das Zeug? Rucola, danke. Ja, Rucola ist jetzt persönlich nicht meins. Meine Frau liebt das Zeug. Ja, deswegen wird da sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen trennen. Heißt, ich werde bei den normalen grünen Salaten bleiben. Meine Frau dann bei Rucola oder beim Rucola. So, und jetzt bauen wir hier so ein bisschen um, räumen ein bisschen auf und fangen an, das Geflügel klein zu schneiden. Ja, und dann seht ihr ja gleich. Und bevor wir das Fleisch schneiden, machen wir natürlich die Burgersoße. Da habe ich hier schon gesagt, das haben wir hier Mayonnaise, das ist eine 50-prozentige. Ein Schuss Ketchup, ich glaube ein Teelöffel. So, und jetzt nehmen wir hier von dieser selbstgemachten Chili-Paste oder Mango-Paste, nehmen wir hier so einen richtig vollen oder zwei volle Teelöffel. Ich sag mal jetzt zwei Esslöffel. So, und dann rühren wir das Ganze jetzt hier in die Mayonnaise ein. Das soll so einen leichten, ja, ihr seht schon die Farbe, so wo es hingeht, ne? So einen ganz leichten beigen Brauntouch kriegen. Ihr seht, die ist leicht stückig. So, dann mache ich jetzt keine Petersilie mit rein, weil Petersilie kommt dann gleich mit ans Fleisch. Und die kann jetzt noch ein bisschen ziehen, diese Mayo. Und die probieren wir dann gleich mal, ob wir da auch genug, ja, ich sag mal, Energie dran haben. Mal hier zufällig noch irgendwo einen Löffel, ja, da haben wir noch einen kleinen Löffel. So, ich nehme jetzt mal die Rückseite und ja, probiere die jetzt mal. Fruchtig, süß, scharf, also jo, geht. Ich mache noch einen Löffel dran, weil wir mögen scharf, wir mögen aber auch schärfer. Also drei Esslöffel sind es somit von dieser Paste. Und die Paste ist ganz simpel, einfach, habe ich auch nachher unter dem Video stehen, in der Rezeptur. Einfach die Zwiebeln, Knoblauch, Chili anschwitzen, Olivenöl. Fehlt da noch ein dritter Teil, ein vierter Teil? Ah ja, die Mangos anschwitzen, dann mit ein bisschen Mangosaft auffüllen. Da kommt noch Zitrone mit dran, ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer. Ja, und dann wird das Ganze eingekocht, dass es sämig wird und dann kalt werden lassen. Und dann haben wir diese schöne Paste. Aber ihr seht schon, die sieht genial aus, von der Konsistenz auch super. Und die lassen wir jetzt so. Und wie gesagt, jetzt hole ich mir ein neues Brett, beziehungsweise ein anderes Brett noch, weil Geflügel schneide ich immer auf Kunststoff. Finde ich persönlich besser. Und dann geht es hier gleich weiter. So, jetzt geht es weiter mit dem Fleisch, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal Marinade fürs Fleisch. So, und dafür brauchen wir drei Eier und das sind vier Volleier, die ballern wir da auch komplett ran. Ab ins Töpfchen damit. Dann haben wir hier 30 Gramm Mayonnaise. Da bräuchte ich jetzt mal meine kleine Gummiflitsche hier, damit auch alles rauskommt. So, 30 Gramm Mayo mit dran an die Eier. Das hier auch weg. Dann haben wir hier Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß. Mengenangabe wie gewohnt. Unter dem Video hatte ich vorhin schon gesagt. Und jetzt schlagen wir das hier erstmal so ein bisschen auf.
So, reicht erstmal. Und dann haben wir hier Mehl. Und da packen wir eine ganze Schicht von dran. Das sind, glaube ich, hier 250 Gramm. Ich weiß noch nicht, ob ich die Gesamtmenge nehme. Den Rest würde ich dann nachher zurückwiegen, damit das Rezept dann auch stimmt. So. Sieht gut aus. So, und jetzt haben wir hier noch so eine Prise Curry, die kommt da noch mit dran. Nicht viel, aber so ein bisschen. So, ich weiß nicht, ist das jetzt ein halber Teelöffel vielleicht? Mehr brauchen wir noch nicht von. Und dann seht ihr schon hier, ne? So richtig dick sämig, kann noch ein bisschen dicker werden. Heißt, wir packen da noch ein bisschen Mehl zu. So, sind jetzt gute 200 Gramm. Also wir wollen jetzt keinen vollen Teig haben, aber in dieses Mehl hier oder in diese Marinade oder wie auch immer das heißt, kommt gleich das Geflügel. Also dann wird es ein bisschen dünner werden von der Konsistenz. Aber so, ne, so sollte es aussehen von der Konsistenz. Super, ist noch voll viskos, soll es auch sein. Und den brauche ich hier gleich noch zu umrühren und den nehme ich erstmal raus. So, und jetzt, wie gesagt, umräumen und dann wird Fleisch geschnitten. So, hier dieser Teich, nenne ich jetzt mal, ist fertig. Jetzt geht es ans Geflügel. So, und dann nehmen wir hier unsere schöne Kikongbrust, unsere Brüste. So, und die schneiden wir der Länge nach, so in, ich weiß nicht, Zentimeter. Egal, die werden nachher noch kleiner geschnitten oder gleich noch kleiner geschnitten. Und wir haben hier die Ober-Unterbrust, so, und diese Stückengröße reicht völlig aus. Das machen wir mit der Brust erstmal der Länge nach. So, wenn wir die der Länge nach haben, packen wir sie alle nebeneinander. Ja. Und dann schneiden wir da so, ne, Zentimeter, sodass wir solche Stücke bekommen. Und die können wir dann auch gleich hier schön in unseren Teig packen. Teig, Mehl, Marinade, was auch immer. Das ist schönes Geflügel, sehr schönes Geflügel. Kiko kennt ihr, das ist vom Biss her, ist es fester, vom Geschmack her ist es einfach besser. Werden nur mit Mais gefüttert, die Hühnchen hier. Boah, mega. Ich hoffe, das schmeckt nachher auch so mega. Also von der Würze her sollte es funktionieren. So, das machen wir natürlich hier mit den gesamten Hähnchenbrüsten. Oder Hühnerbrüsten. Und dann werden davon gleich die Burger Buns gemacht. Ach, die Burger Buns, die Burger Patties. Die Buns sind ja die Dinger aus Brotteig. Aber wie gesagt, genauso schneiden wie die erste Brust. Und dann auch in den Teig. So, Geflügel geschnitten. Petersilie haben wir so die dünnen Äste dran gelassen, sag ich mal, und ja, gezupft. Das ist so eine richtige Handvoll. So, und die, das kennt ihr auch von mir, die knuffeln wir jetzt so zusammen. Nicht zerdrücken, zusammendrücken, zusammen knuffeln. So, und dann schneiden wir da vorne so ein bisschen runter. So, ne? Und dann brauchen wir die nachher nicht hacken. Da haben wir nämlich gehackte Petersilie. Das machen wir hier mit dem ganzen Häufchen. So, wenn ihr merkt, geht nicht mehr weiter, dann den neuen Teil oder den Rest nochmal zusammenknuffeln und wieder runterschneiden. Und wenn da ein Blatt bei ist, was dann mal ein bisschen größer ist, überhaupt kein Problem. Nehmen wir mit. So, und am Ende, dann machen wir noch zwei, dreimal so. So, und dann haben wir alles schön, ne? Und die geben wir hier dann komplett mit ans Hühnchen. So, Brett an der Seite. Petersilie, Hühnchen und diese Geschichte da mit dem Mehl. So, und dann haben wir hier frisch geriebenen, das ist Mittelalter Gouda. Den, richtig, Gouda war das, ne? Ja. Und den geben wir jetzt hier auch noch mit dran. So, der ist aber wirklich frisch gerieben. Und da würde ich jetzt nicht den fertig geriebenen aus dem Handel nehmen. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Da sind Trennstoffe drin. Und diese Trennstoffe,
Das sind Zusatzfette, damit das nicht aneinander klebt. So, hier darf es ruhig aneinander kleben. Ich ziehe mir jetzt mal noch einen Handschuh an. Weil so mit den Fingern möchte ich dann da doch nicht rein. Nö, wollen wir nicht. So, und dann Ärmel ein bisschen hoch und dann so vorsichtig alles durchmengen. Und zwar komplett. So, und dann wird das so eine klebrige Masse. Das heißt, es entsteht so ein bisschen hochviskoses Zeug. Muss auch, weil davon wollen wir ja gleich die Burger-Pitties machen. Beziehungsweise, ja, ich erzähle nicht mehr. Könnt ihr gleich selber gucken, wie ich es mache. Kommt nämlich gleich auf den Grill. Wobei Grill jetzt in dem Fall dann auf der Plancha. Aber wie gesagt, jetzt erstmal schön durchrühren, schön vermengen. So, und das machen wir jetzt 2-3 Minuten, vielleicht auch 4 oder 5, müssen wir mal sehen. Geflügel fertig, Petersilie drin, Käse drin. Öl, Plancha liegt drauf, Temperatur ist drunter. So, jetzt machen wir hier mal 2 so Tröpfchen hin. So, dann nehmen wir hier unseren, ich weiß gar nicht, wie so ein Ring heißt hier. Das ist so ein Ring, da kannst du, ich weiß nicht, was wir machen, aber, ne? So, und in diesen Ring geben wir so ein bisschen von unserer Geflügelmasse. Und ich hoffe, die kriegen wir dann auch wieder raus. Das werden auf jeden Fall jetzt die sogenannten Burger Patties. Ich bräuchte jetzt wahrscheinlich noch eine Hand mehr, das wäre noch genialer. So, stellen wir mal eine Seite. So, und drücken das Ganze hier so ein bisschen rein. Kann ruhig noch ein bisschen dicker. So. Und das Ganze, das machen wir jetzt 2-mal. Die müssen jetzt nicht super rund sein, aber ist natürlich, das klebt wie Hulle, das Zeug hier. So, jetzt machen wir mal ein größeres Fund hier rein. Vielleicht nimmt man sich dann auch noch mal einen zweiten Löffel zur Hilfe, dann geht es wahrscheinlich noch einfacher. So, damit kann man sich hier so ein bisschen gegenseitig helfen mit dem Löffel. Also, Regen tut schon mal gut. Am gespanntesten bin ich nachher, wenn alles zusammen ist mit der Mangosoße, mit dem Chili. So, auch an der Seite, den ziehen wir jetzt hoch. So, und jetzt lassen wir die mal so, ich sag mal, 2-3 Minuten ein bisschen Temperatur annehmen, ein bisschen Farbe annehmen. Und dann drehen wir sie gleich zusammen um. So, das Geflügel duftet unglaublich, also riecht wirklich gut. Ich weiß gar nicht warum, aber es riecht gut. So, und jetzt nehmen wir die Ananas hier, die sind aus dem Handel. Wie gesagt, das ist aus dem Handel. Die haben wir, das ist eine frische Ananas, die haben wir uns an so einem Automaten schneiden lassen. Steckst so ein ganzes Ding rein, drückst auf den Knopf, kommen hier so ein paar Ringe raus. Aber die sind uns zu dick. So, dann nehmen wir das Lachsmesser und die schneiden wir der Länge nach einmal vorsichtig durch. Dabei aufpassen, diese Lachsmesser sind sehr scharf. So, und jetzt das Gleiche mit dieser. Ja, und wir gehen gleich wieder an eine Plansche und dann kommen die Ananas drauf, der Bacon kommt auch noch drauf und das wird mega lecker. So, jetzt, ihr seht hier, gut eingebrannte Plansche, geht nichts drüber. Und jetzt drehen wir, oh, schaut euch den mal an hier. So, und den auch. Man kann die Konturen vom Geflügel sehen, mega, oder? Also, boah, riecht gut. Man kann so ein ganz bisschen Curry, kann man wirklich riechen. Also, wenn die nachher so schmecken, wie die jetzt aussehen, ich werde verrückt. Brutzel, brutzel. So, eine Seite, zweite Seite. Nein, die lassen wir so und die legen wir hier oben so ein bisschen indirekt hin. Den drehen wir auch um. Sehen erstmal gut aus. So, und auf die Plancha schnappen wir uns jetzt hier 2 von unseren Ananas und geben da auch mal ein bisschen Stoff mit. Und jetzt kommt's. Wir möchten ja gerne ein bisschen Bacon auf dem leckeren Burger. Also ich bin echt gespannt auf diese Komposition bzw. auf diese Kombination. So, und dann sage ich mal, wie viel braucht man denn davon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Die braten wir jetzt so ein bisschen mit. Bacon haben wir schon mal hochgelegt. Der ist fast fertig. Die Ananas können noch ein Minütchen. So, und die Burger Buns packen wir jetzt hier einfach mal frech, fromm, fröhlich drauf. Und lassen die auch noch ein bisschen Temperatur annehmen. Und dann wird gleich gebaut.
Ich weiß nicht. Fertig. Wir haben gerade gemessen, Burger-Temperatur bzw. Kerntemperatur vom Fleisch, 75 Grad. Da zieht auch noch 2-3 Grad nach, bis 80 dürfen wir haben, kein Problem. Die Dinger hier, die sehen auch mega aus. Bacon fertig, Ananas fertig. Heißt, wir können bauen. So, und dafür nehmen wir hier die beiden unteren mal runter. Und die stellen wir jetzt hier hin. Die beiden oberen lassen wir erst noch mal liegen, lassen den Grill offen. So, und jetzt geht's los. Und dafür nehmen wir unsere, ja, mega Chili Mango Mayo. Dicken Klecks drauf. Die ist ja ein bisschen süßer, aber auch schärfer darf sein. Süß und scharf passt hervorragend zusammen. So, einmal eine Runde hier. Machen wir ein bisschen. Hier, ihr hört hier. Ganz leicht knusprig. Oh, genial. So, und dann ich hier. Ich sag mal, so ein bisschen grünes Futter darf dran. Ja, können wir machen. Nicht zu viel. So, und jetzt das gleiche nochmal mit Rucola. Dann packe ich hier mal so rein in dieses Ding. Und ja, Frau, was sagst du? Zu viel, oder? Nein. Nein, nein, den lassen wir drauf. Ja, so sehen die Burger aus. Nein, Scherz. Jetzt kommen die Patties. Wer ist der größere? Der. Du kriegst den kleineren. Eins. Zwei. Ich würde sagen, ja, geht, ne? Darauf kommen die Ananas. Und Leute, ich kann euch sagen, Ananas passt da hervorragend zu. So, dann nehmen wir die beiden anderen Teile hier runter. Da sind die Deckel. Oh, der eine ist ein bisschen dunkler geworden, aber ich mag es gerne dunkel. Und dann auch wieder einen richtigen Schlag drauf. Zip. Zip. Schön verteilen. So, auf der anderen Seite. So, und jetzt. Eins, zwei. Dreimal den leckeren Bacon hier. Zack. Zack. Rüber. Den Deckel drauf. Und das gleiche nochmal. Nicht verlieren. Eins, zwei. Drei. Und den Deckel drauf. Boah. Da kann man schon mal geben, ne? Guck mal, so sehen sie aus. Ich müsste jetzt kurz ein Foto machen und dann wird verkostet. Hammer, oder? So, Burger sind fertig, können jetzt verkostet werden. Ich habe mir noch zwei so schöne Burgernadeln gehabt, die habe ich gerade bekommen. Der Typ, der die Dinger macht, Barbecue Westerwald, der ist auf Insta unterwegs und die Dinger sind wirklich genial. Gehen in eine Spülmaschine, sind aus Edelstahl, sehen gut aus, finde ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr so mögt, ich finde sie gut. Ja, der verkauft die Dinger auch, also ich habe sie mir selber gekauft und ja, genial. So, Rucola packe ich nicht an, aber ich nehme jetzt mal die eine Nadel hier raus. So sehen sie dann aus, wenn sie fertig sind oder raus sind. So, lege an der Seite. So, und jetzt hier einmal den gesunden Mittelschnitt. Oh, knuck, knuck, ne? So. Jetzt einmal von der Seite. Hier, kurz, ne? Hier. Alter Schwede. Boah, mit dem Bacon. Kann ich mir gut vorstellen, dass das echt schmeckt. So, ich darf verkosten. Nein, ich hole mir erst so ein Küchentüchlein, weil ich weiß, wie das gleich endet. Dann schnappe ich mir jetzt dieses schöne Gerät hier. Und versucht den mal zu essen. Und sagt dann mal auf euch. Fleisch kann man sehen, Ananas kann man sehen, Brot auch, Bacon auch. Ja, auf euch. Mm. Der Bacon. Mm. 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 Also, kurz zu dem Burger. Hammer. Also ganz ehrlich. Mhm. Eine Schärfe ist da. Mhm. Süß, fruchtig. Mhm. Knusprig, der Bacon. Hammer. Das Hühnchenfleisch. Total saftig. Mhm. Oh. Also, wenn ich solche Burger kaufen könnte, irgendwo im Burgerladen,
mit dem Geflügel da drin, mit dem Bacon, mit der Soße. Boah, jetzt kommt die Schärfe. Also diese Mango-Geschichte mit dem Bacon, mit der Ananas, mit dem Geflügel. Leute, macht das Ding nach. Das ist wow. Also völlig genial. Ich bin ganz, ganz Konfuzius. Und dann der Bacon, ne? Der ist so richtig schön so, ne? Hier. Und das passt so gut zusammen. Also das Ding gefällt mir super. Also das ist jetzt nicht eine super schnelle Nummer, aber kann man gut vorbereiten. Schnell draufgepackt auf dem Grill, auf der Plancha draußen, Feuerplatte. Also das ist eine Nummer, die ist echt genial. Ja, mir gefällt's. Wenn es euch gefällt, beziehungsweise wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Schreibt, wenn ihr es gemacht habt, gerne unter das Video, wie es geworden ist. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, das verspreche ich euch, macht den so nach. Hammer. Hammer. Also ich muss weiter essen. Ja, und bis dahin bleibe ich bei Olaf Barbecue, Dino Grillen am Fuß des Wien-Gemäß. Macht's gut und hey, ich mache jetzt noch 2, 3 solche Dinger und davon esse ich alleine noch 2. Boah.